Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In diesem Video gibt es wieder einen Market Watch. Aber zuerst hoffe ich natürlich, dass du einen guten Start in deine Woche gehabt hast. Das geht natürlich nur, wenn du dich am Wochenende gut ausgeruht hast, beziehungsweise mal ordentlich entspannt hast, denn das ist das Wichtigste, meine Freunde. Und wenn du jetzt das erste Mal auf diesen Kanal gestoßen bist, würde ich mich riesig freuen über ein Abo deinerseits. Denn immer noch über 50% von euch haben diesen Kanal nicht abonniert und das ist ja nur ein kleiner Klick. Von daher würde ich mich da auf jeden Fall freuen, wenn du mich bzw. dieses Projekt Yami Chris an dieser Stelle supporten würdest. Von daher baller jetzt den Abo-Button. Und selbstverständlich werden wir uns einige Karten auch aufgrund der Bandlist anschauen. Wir werden uns aber auch Karten anschauen, die einfach mal so steigen, ne, weil sie halt meta-relevant sind. Und natürlich möchte ich euch auch noch Karten vorstellen, die auch im kommenden Format höchstwahrscheinlich Play sehen. Beziehungsweise reden wir hier nicht nur von Karten, sondern teilweise sogar von ganzen Archetypes. Von daher gibt es auf jeden Fall ordentlich was zu tun und ich würde sagen, wir schnacken nicht allzu lang und starten direkt rein in den Market Watch. Und damit starten wir auch direkt rein mit der ersten Karte, Ritus von Aramisir. Ihr seht es bereits hier anhand des Preisgrafen, dass diese Karte am Steigen ist. Woran liegt das? Ist halt immer noch eine gute Engine und supportet natürlich sehr, sehr viele Decks, wenn du nicht auf deine Normal Summon bzw. auf den Effekt deines Monsters, was du normal beschworen hast, angewiesen bist. Wir brauchen natürlich ein Playset von unserem guten Ritus und da bist du hier bei 5 Euro dabei, 5 Euro oder dann hier unten schon für 5,09 Euro. Immer noch ein guter Preis für das, was die Engine machen kann. Dann haben wir noch das verhängnisvolle Abenteuer. Von dieser Karte brauchst du ja zum Glück nur eine Kopie. Nichtsdestotrotz ist das One-Off gar nicht mal so günstig. Du bist hier bei 3,88 Euro, 4 Euro, 4,40 Euro. Wir können mal schauen, was die Ultra Rare geht. Da sind wir bei 4,49 Euro, 4,50 Euro oder hier nochmal 4,50 Euro. Als nächstes wollen wir mal weitermachen mit dem ersten Archetype, der aus meiner Sicht jetzt nicht so schlecht ist, aber in Zukunft noch viel, viel besser werden kann. Und da sehen wir, oder da schauen wir uns mal unsere Exo-Schwestern an. Unter anderem jetzt beginnen wir jetzt hier mit der Stella. Da brauchen wir natürlich, je nachdem wie du es spielen möchtest, vielleicht nur eine Kopie. Ne? Da sind wir dann hier bei 38 Cent. Möchtest du aber ein Playset haben, bist du hier mittlerweile bei 79 Cent, 79 Cent oder hier 80 Cent dabei. Dann brauchen wir natürlich auch unsere gute Sophia und davon würde ich euch raten, nur eine Kopie zu spielen. Man kann vielleicht noch für zwei ein Argument finden, drei finde ich persönlich ein bisschen too much. Aber ist natürlich hier auch ein bisschen Geschmackssache. Deine eine Kopie kostet dich hier 50 Cent, 60 Cent, 75 Cent. Wenn du zwei Kopien bzw. sogar ein Playset haben möchtest, bist du hier bei 80 Cent die Kopie dabei oder dann hier bei 99 Cent für zwei Kopien pro Kopie. Als nächstes haben wir Exo-Schwester Martha und da sehen wir bereits anhand des Preisgrafen, dass dieser etwas steigt, ist tatsächlich die beste Karte im Deck, um ins Spiel zu kommen. Ne? Denn wir können diese von unserer Hand spezial beschwören und kriegen dann noch eine Elise dazu, die schauen wir uns auch gleich noch an. Unfassbar stark ist tatsächlich eine One-Card-Kombo. Wir brauchen von dieser Karte auf jeden Fall drei Kopien. Da sind wir bei 1,55 Euro, 1,89 Euro oder hier 1,90 Euro dabei. Dann haben wir noch unsere gute Elise, die ich gerade angesprochen habe. Und da geht der Preis auch langsam nach oben. Auch von dieser Karte brauchen wir ein Playset, denn tatsächlich drehen sich einige Karten um diese gute Schwester. Wir sind hier bei 1,19 Euro, 1,20 Euro oder hier 1,25 Euro die Kopie. Dann haben wir natürlich noch die Michaelis bekommen, auch eine Karte, die vorher ja relativ teuer war. Jetzt ist sie noch relativ günstig zu haben, finde ich. Du brauchst von dieser Karte ein Playset, deswegen solltest du hier relativ zügig zuschlagen. Denn du siehst auch hier bereits anhand des Preisgrafen, dass diese Karte nach oben geht. Und bei deinem Playset bist du mittlerweile bei 1,95 Euro, 1,95 Euro oder hier schon fast 2 Euro pro Kopie. Dann musst du auf jeden Fall Exo-Schwester Pax spielen. Eine Karte, die einfach unfassbar gut ist. Die kommt nicht mal schlecht, wenn du sie nachziehst als 6., 7., 8. Karte, also im zweiten, dritten Turn sozusagen. Von daher auf jeden Fall auch hier ein Playset gönnen. Du bist hier bei 3,40 Euro die Kopie oder dann hier 3,70 Euro, 3,78 Euro. Eine Karte, die tendenziell ihre 5 Euro, 6 Euro wahrscheinlich knacken wird. Dann brauchen wir natürlich auch die Magnifica und die ist tatsächlich extrem teuer geworden. Das hätte ich persönlich auch nicht gedacht. Wir müssen natürlich jetzt hier sagen, das Deck muss erstmal performen. In Amerika ist das Deck auf jeden Fall beliebter als bei uns. Das zeigt die, oder das zeigen jedenfalls die Tops. Bei uns toppt das Deck tatsächlich bisher nicht so oft. Von daher kann man hier vielleicht noch ein Argument finden, dass man das vielleicht beobachten sollte. Sollte aber jetzt in den nächsten Regos auf der YCS dieses Deck sehr, sehr gut performen, dann wird die Karte tatsächlich sehr, sehr teuer. Also dann reden wir hier wahrscheinlich von einer 20-Euro-Karte. Ja, also von daher möchte ich hier keine Kaufempfehlungen abgeben und möchte eher darauf hinweisen, dass die Karte
Potenzial hat, ja, sagen wir es mal so. Du brauchst von dieser Karte nur zwei Kopien und bist hier bei 14,89, 17 Euro, 17 Euro dabei. Das ist wirklich teuer. Dann haben wir dank der Banlist Chaos Raum nur noch auf 1. Und das macht sich natürlich hier anhand des Preisgrafen extrem bemerkbar. War mal ein sehr solider Staple in Dragonlink. Dazu werden wir uns auch noch ein paar Karten anschauen. Deine eine Kopie, die du darin noch spielen kannst, ist bei 1,20 Euro, 1,30 Euro, 1,30 Euro. Nichtsdestotrotz wird die Karte wahrscheinlich weiterhin in Dragonlink gespielt, weil es halt eine One-Card-Kombo ist und sich halt immer noch sehen lassen kann. Das muss man ganz klar so sagen. Dann wollen wir uns mal Schnellstart angucken, denn diese Karte wird seitdem nämlich auf 3 gespielt. Es gab sehr viele Decklisten, die haben Schnellstart nur auf 2 gespielt. Das heißt, man ergänzt jetzt den einen Chaosraum oder die zwei Chaosräume, die fehlen, auf jeden Fall mit einem weiteren Quick Launch. Du brauchst hier ein Playset und bist hier bei 4 Euro, 4,50 Euro, 5 Euro dabei. Und das ist nur die Common. Wir schauen uns noch die Secret Rare an. Da brauchst du natürlich auch ein Playset und da bist du bei 7 Euro, 7,50 Euro, 8 Euro pro Kopie dabei. Das ist schon sehr, sehr teuer. Dann brauchst du natürlich Bustiers in dem Deck. Ne? Dragonlink funktioniert seitdem die Bustiers raus sind extrem gut, extrem konstant. Und du brauchst natürlich unter anderem den Lubelion. Und da kommt es tatsächlich darauf an, wie gern du den auf der Hand sehen möchtest, beziehungsweise wie konstant du an den rankommen möchtest. Ne? Das liegt da tatsächlich an dir. Möchtest du gegebenenfalls nur eine Kopie davon haben, bist du hier bei 8,45 Euro, 8,50 Euro, 9 Euro dabei. Möchtest du hingegen ein Playset haben, bist du hier bei 9,38 Euro, 9,45 Euro oder 9,49 Euro die Kopie dabei. Dann brauchst du natürlich, oder ich empfehle dir trotzdem noch den einen Magdamhut zu spielen, da er dir trotzdem immer noch einen Drachen suchen kann und halt immer noch nicht schlecht ist. Ne? Ist immer noch ein sehr, sehr guter Staple und dennoch hat er natürlich aufgrund der Banlist an Marktwert verloren. Du bist jetzt hier bei deiner einen Kopie nur noch bei 3 Euro, 3 Euro, 3 Euro dabei. Das sieht natürlich ganz anders aus beim Druiswurm. Er ist förmlich explodiert, meine Freunde. Von der Karte brauchst du ein Playset. Die Karte war shortprinted in Darkwing Blast, die Karte war shortprinted in der Megatin. Ja, frech, oder? Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Dein Playset kostet dich jetzt 12,99 Euro, 13,45 Euro, 13,49 Euro die Kopie. Teuer. Kennst du das? Du hast ein Deck, wo alles passt. Artworks, Sleeves, Field Center, alles ist stimmig, doch dann das. Du hast keine passende Spielmatte. Keine der 1000 Spielmatten, die du zu Hause hast, lässt das Gesamtbild rund wirken. Doch das hat jetzt ein Ende. Mit HypeMat. HypeMat hilft dir, deine Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Jetzt beeindruckst du nicht nur durch deine Skills, sondern auch durch dein Setup. Lebe deine Ideen mit HypeMat. Und mit Yami 5 kannst du noch 5% sparen. Saronir, ebenfalls eine Karte, die natürlich aufgrund der Banlist ein bisschen mehr Potenzial hat zu steigen, beziehungsweise hier auch schon gestiegen ist. Du brauchst, wenn du diese Karte gerne in Dragonlink spielen möchtest, davon jetzt auch ein Playset, um halt den Hit von Magdamhut so ein bisschen aufzufangen und bist hier bei 5,80 Euro, 5,80 Euro, 5,83 Euro pro Kopie dabei. Beziehungsweise ist der natürlich auch immer noch so ein guter Staple, eine gute Interruptions, generell die ganzen Bustiers, die man so von der Hand spezial beschwören kann, gegen Licht- oder Finsternis-Decks, muss man ganz klar so sagen. Dann wollen wir uns mal Labyrinth anschauen, die ja gefühlt, nee, die haben gar keinen Hit eingesteckt. Ich wollte gerade sagen, gefühlt keinen Hit bekommen haben. Die haben wirklich keinen Hit bekommen, ja. Das macht sich aber hier noch nicht preislich bemerkbar. Das Deck hat aber Potenzial, ne? Eins der besseren Decks zu sein. Jetzt wahrscheinlich nicht eins der besten Decks, also so unter die Top 3 schafft es das wahrscheinlich nicht. Aber wir können hier immer noch die ganzen Viren spielen, wie zum Beispiel den Ausrottungsvirus, der halt immer noch stark kommt, zum Beispiel gegen Purili. Und wir können hier auch noch eine Barrierestatue spielen, also man sollte das Deck nicht unterschätzen, darauf möchte ich eigentlich nur hinaus. Du brauchst natürlich von dieser Karte ein Playset und du bist hier mittlerweile bei 2,49 Euro, 2,50 Euro oder 2,79 Euro pro Kopie dabei. Das gleiche würde ich dir auch bei der Lady Labyrinth von der Silberbook empfehlen, dir da ein Playset zu gönnen, wenn du denn dieses Deck gerne spielen möchtest. Da bist du mittlerweile bei 1,73 Euro, 1,75 Euro oder hier nochmal 1,75 Euro pro Kopie dabei. Dann würde ich dir auch empfehlen, den Schmierfink aus der Unterwelt dir auf jeden Fall zu gönnen, eventuell sogar als Playset, weil diese Karte hat auf jeden Fall Potenzial in Unterwelter-Decks, diese Karte hat Potenzial in Unchained beispielsweise und deswegen auf jeden Fall so schnell wie möglich eindecken. Hier kommt es natürlich wieder drauf an, willst du nur eine Kopie haben, willst du ein Playset haben, je nachdem welchen Topf du vielleicht spielst. Von daher schauen wir uns mal ein Playset an und da bist du bei 1,75 Euro die Kopie, 1,80 Euro oder hier 1,81 Euro die Kopie dabei. Dann brauchst du natürlich auch das Willkommens-Labyrinth in Labyrinth, ne? Und auch diese Karte steigt, bringt dich halt auch ins Spiel. Du brauchst natürlich ein Playset davon, beziehungsweise mindestens zwei Kopien. Ich würde mir immer ein Playset gönnen, das habe ich ja schon sehr, sehr oft gesagt, ihr kennt es mittlerweile. Dein Playset kostet hier 1,89 Euro, dann geht es hier unten schon weiter. Wir müssen sogar umblättern, meine Freunde.
Hier 2,39 Euro oder 2,45 Euro die Kopie. Als nächstes brauchst du natürlich auch das große Willkommens-Labyrinth und die Karte ist am explodieren. Ja, weil Labyrinth halt keinen Hit bekommen hat, ne? Man muss natürlich hier sagen, ist gerade so ein bisschen Hype. Also hier würde ich vielleicht noch ein bisschen warten, beziehungsweise beobachtet das auf jeden Fall. Sollte sich der Preis innerhalb von den nächsten 1-2 Tagen nicht einpendeln, dann solltet ihr auf jeden Fall kaufen, weil dann wird sie auf jeden Fall nicht günstiger. Dein Playset kostet dich hier 25 Euro, 27,50 oder hier 27,80. Die beste Karte aus meiner Sicht in dem ganzen Archetype. Dann wollen wir uns natürlich auch Kashtira-Karten anschauen. Unter anderem natürlich den Fenrir, weil er jetzt ja doch keinen Hit abbekommen hat. Er ist nicht limitiert, er ist nicht semi-limitiert. Und hier, bam, er ist förmlich explodiert. Du brauchst natürlich ein Playset davon, wenn du gern diesen Staple haben möchtest, beziehungsweise wenn du Kashtira spielen möchtest. Kashtira ist kein totes Deck, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ne? Unterschätzt das Deck nicht. Ihr seid hier bei eurem Playset bei 15,74, 15,89 oder hier 15,90 Euro pro Kopie dabei. Dann brauchst du natürlich auch die Fields und du siehst bereits hier anhand des Preisgrafen, dass die auch am steigen ist. Ja, Kashtira ist halt ein gutes Deck, beziehungsweise kannst du auch mit der Fieldspell dir vielleicht ein One aufsuchen davon. Kannst es halt zum Beispiel in Tränenklage spielen, suchst du dir die Tränenklage Kashtira, beziehungsweise halt den Fenrir und suchst dir darüber dann dein Tränenklagen Kashtira Monster. Also ist schon nicht so schlecht, die Fieldspell, ne? Und das macht sich hier halt auch preislich bemerkbar. Du brauchst natürlich in Kashtira ein ganzes Playset und bist hier bei 27,50, 29,99, 29,99. Wow, das ist teuer. Dann brauchst du natürlich noch die Kashtira Theosis. Auch eine gute Karte in Kashtira, ne? Kann dir halt theoretisch den Fenrir specialen oder halt das Monster, was du gerade brauchst. Brauchst du auf jeden Fall als Playset und da bist du bei 9,50 Euro, 9,99 Euro oder hier 9,99 Euro die Kopie dabei. Als nächstes wollen wir uns noch den Kashtira Arisehat anschauen und die Karte steigt natürlich, weil nicht so viel von Kashtira angefasst wurde. Es wurde nur der Arisehat angefasst und deswegen, wie angesprochen, Kashtira ist immer noch spielbar und das zeigt uns hier auch der Preisgraf so ein bisschen. Du brauchst natürlich jetzt von dieser Karte ein Playset und da bist du bei 6,50 Euro, 6,80 Euro oder 6,89 Euro pro Kopie dabei. Dann Tränenklage Kashtira, ich habe es gerade schon angesprochen, die Karte hat natürlich noch potenziell noch teurer zu werden, je nachdem wie Tierlimits performen wird, weil du wirst auf jeden Fall ein ganzes Playset bzw. drei Kopien in Tierlimits benötigen. Ja, und wir schauen uns jetzt mal an, was hier so ein Playset geht. Wir sind hier bei 14,20 Euro, 14,99 Euro oder hier 15 Euro die Kopie. Wie gesagt, tendenziell kann die Karte noch teurer werden. Als nächstes wollen wir uns mal Rhinohard anschauen, denn auch hier muss man sagen, wenn Tierlimits gut performen sollte, jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, ja, dann hat auch diese Karte wieder Potenzial, so eine 5, 6, 7, 8 Euro Karte zu werden. Wir sind jetzt hier mittlerweile bei unserem Playset bei 4 Euro, dann geht es hier weiter bei 4,90 Euro oder hier 4,95 Euro die Kopie. Als nächstes müssen wir uns natürlich auch Palawino anschauen, eine Karte, die sich ja schon vor der Banlist so auf die 30 Euro zubewegt hat und jetzt sind wir tatsächlich über 30 Euro, wir sind jetzt hier bei 34,74, 34,75 oder hier 35 Euro. Wie gesagt, Tierlimits, sehr, sehr gutes Deck. Als nächstes, Revolutionssynchron. Gute Karte, auch in Tierlimits tatsächlich, ja, also sollte man auch nicht unterschätzen und du siehst bereits anhand des Preisgrafen, dass die Karte so ein bisschen am steigen ist. Du brauchst natürlich ein Playset oder ich würde dir empfehlen, ein Playset zu spielen. Du bist jetzt hier bei 40 Euro, 40 Euro oder hier 41,89 die Kopie dabei. Ja, eine Karte, die sicherlich noch meta-relevanter wird in diversen Decks, also von daher auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Eine weitere Karte, die du in Tierlimits spielen kannst, ist Wahrsagerin des Herolds, beziehungsweise auch in Dwyton. Zu Dwyton kommen wir auch gleich noch, meine Freunde. Die Karte wirst du in Dwyton, na, je nachdem, wie du dich da fühlst, ne, auf 2 spielen, auf 3 spielen, in Tierlimits auf 2 spielen, auf 1 spielen. Von daher schauen wir uns mal an, was hier eine Kopie geht. Wir sind hier bei 9,48 Euro, 9,49 Euro, 9,50 Euro. Möchtest du 2 Kopien dir ranholen, bist du hier bei 9,60 Euro die Kopie. Und dann geht es hier unten schon weiter bei 10 Euro, da kriegen wir auch ein ganzes Playset. Oder das nächste Playset gibt es auch nochmal für 10,50 Euro. Oder hier sind wir dann schon bei 11,89 Euro. Uiuiui, die ist ganz schön teuer geworden, meine Freunde. Ja, Tierlimits und Dwyton profitieren auch von dieser Karte. Und als nächstes wollen wir noch über den Hero des Orangen Lichts sprechen. Ich habe es ja schon angeteasert so ein bisschen. Eine Karte, die natürlich in Dwyton sehr, sehr gut zum Tragen kommt, da wir da sehr viele Feen drin spielen, ne? Von daher hat diese Karte auf jeden Fall Potenzial und Dwyton halt dadurch auch. Denn du kannst nämlich dank dieser Karte den Dwoll oder den Shifter verhindern. Ist also eine sehr gute Karte aus meiner Sicht. Von daher auf jeden Fall ein Must-Have in Dwyton. Ja? Wir brauchen natürlich ein Playset.
oder wir dürfen bald ein Playset spielen und da sind wir bei 1,50 Euro die Kopie. Dann geht es hier weiter für 1,99 Euro und dann müssten wir sogar schon umblättern. Wir haben hier eine andere Ansicht, weil wir hier sehr viele Reprints von dieser Karte haben und es schwierig war, hier das geeignete Set rauszusuchen. Ja, also das nächste Playset würde dann hier wieder aus dem OTS Pack 20 sein für 2,19 Euro die Kopie. Dann Dwighton, ich habe es gerade schon gesagt, ne? Auch diese Karte steigt tatsächlich. Dwighton Nova, beste Karte des ganzen Decks. Special dir ein Dwighton aus deinem Deck. Du wirst von dieser Karte ein Playset brauchen. Und da bist du bei 18,45 die Kopie, 18,70 oder dann hier schon bei 19,40 Euro. Ja, gute Karte, gutes Deck. Vor allem, wenn der Shifter vielleicht auch nicht mehr so viel gespielt wird, sollte man das Deck auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ein weiteres Deck, was natürlich auch von dem Ableben des Wise Hearts profitiert, ist Goldstolz. Ja? Und da wollen wir uns mal den Leon anschauen. Und du siehst auch hier anhand des Preisgrafen, dass er so ein bisschen am Explodieren ist. Wir brauchen natürlich ein Playset und da sind wir bei 10,89 Euro, 10,90 Euro, 11 Euro. Als nächstes noch Goldstolz, mehr Glück beim nächsten Mal. Auch eine Karte, die so ein bisschen gestiegen ist. Du brauchst von dieser Karte, also sagen wir mal so, einige Decklisten spielen davon zwei Kopien, andere Decklisten spielen davon eine Kopie. Ich würde nur eine Kopie davon spielen, weil du ja theoretisch über Punk in Goldstolz reinkommen möchtest. Muss aber natürlich jeder für sich entscheiden. Eine Kopie kostet dich 4,98 Euro, 4,99 Euro, 5 Euro. Möchtest du zwei Kopien haben, bist du bei 5,50 Euro, 5,59 Euro oder 6,80 Euro. Dann haben wir natürlich noch den Ballroller, den du auch unter anderem auf 1, auf 2 spielen möchtest. Auf 1 kostet er dich 2,70 Euro, 2 Kopien bekommst du für 2,98 Euro mittlerweile. Dann habe ich ja gerade schon gesagt, du brauchst hier ein paar Punks drin. Und deswegen gucken wir uns mal die Fuchsmelodie an, weil es halt einfach das beste Monster vom Punk ist. Wir haben hier das erste Playset bereits für 3,50 Euro, das kann sich durchaus sehen lassen. Dann geht es hier schon weiter für 4,14 Euro. 4,14 Euro und gerade Punk sollte man sich jetzt schon ranholen, denn in naher Zukunft, wenn wir dann Horus bekommen, wird Punk auf jeden Fall wieder meta-relevanter. Dann wollen wir natürlich noch über Gazelle rüberschauen. Auch eine Karte, die wir jetzt wieder auf 3 spielen dürfen. Macht sich bisher nicht so preislich bemerkbar. Aber Großsalamander ist wirklich ein gutes Deck geworden. Tatsächlich sehr, sehr konstant. Du hast hier eine One-Card-Kombo, also kann sich sehen lassen. Ja? Du brauchst jetzt hier ein Playset oder solltest auf jeden Fall ein Playset spielen. Und da bist du jetzt bei 25 Cent, 25 Cent, 25 Cent dabei. Als nächstes wollen wir uns Großsalamander des Feuers anschauen. Unsere gefühlte One-Card-Kombo tatsächlich aus dem neuesten Legendary Duel List. Und du siehst hier, die Karte ist auch explodiert, weil es den Weiß hat nicht mehr gibt, spricht da oder spielt natürlich auch diesen Deck so ein bisschen in die Karten. Brauchst natürlich ein Playset und wir sind jetzt hier bei 21,49, 21,99, 22,99. Ich habe es ja gesagt, die Karte hat Potenzial, seine 20 Euro zu knacken und ich hätte aber persönlich nicht gedacht, dass wir das so früh schaffen. Krass. Dann haben wir natürlich noch eine weitere neue Karte und das ist der Wutphönix. Auch eine Karte, die natürlich jetzt extrem teuer geworden ist. Wenn wir mal bedenken, was die Karte mal ging, nachdem das Set released wurde. Ne? Wir sind jetzt hier bei den zwei Kopien, die du mindestens brauchst, bei 12 Euro. 12,85, 12,89 Euro. Karte ging mal nur 6 Euro, ja, nur um das mal in Relation zu stellen. Dann eine weitere Engine, die keinen Hit abbekommen hat, für viele überraschend, unter anderem auch für mich, die Runische Spitze. Ja, und das siehst du hier oder das merkst du hier auch anhand der Preise, die sind nämlich am Steigen. Du brauchst ein Playset oder darfst noch ein Playset spielen, ne? So müssen wir es eigentlich sagen. Du bist hier bei 6,40 Euro oder hier 6,45 Euro pro Kopie dabei. Der Brunnen, den brauchst du natürlich auch, kannst du auf 2 spielen, kannst du auf 1 spielen, je nachdem, wie da deine Vorliebe ist. Wir sind hier bei 1 Euro, 1 Euro, 1,03 Euro für 2 Kopien oder hier nochmal 2 Kopien für 1,25 Euro. Dann brauchst du natürlich auch Yugen, auch eine Karte, die jetzt wieder ein bisschen am Steigen ist, bestes Fusionsmonster tatsächlich von dieser Engine. Du brauchst mindestens 2 Kopien und bist hier bei 1 Euro, 1 Euro. 3 Kopien sind vielleicht unter anderem besser, deswegen schauen wir uns mal ein Playset an und da sind wir bei 1,45 Euro, 1,45 Euro, 1,48 Euro die Kopie. Das kannst du natürlich unter anderem mit Sprite zusammenspielen. Unter anderem wollen wir jetzt uns hier den Blau anschauen und du siehst auch hier anhand des Preisgrafen, dass diese Karte am Steigen ist. Liegt natürlich auch daran, dass Sprite keinen Hit abbekommen hat, beziehungsweise Runik halt auch nicht. Und du kriegst jetzt hier den Playset mittlerweile wieder für, oder was heißt wieder, leider schon wieder, ne, für 25 Euro, 26,95, 26,99. Tendenziell kann die Karte sich wahrscheinlich wieder so um die 30 Euro einpendeln. Dann müssen wir natürlich uns unseren Starter auch noch anschauen, auch eine gute One-Card-Kombo tatsächlich in dem Deck. Wir können natürlich bis zu 2 Kopien spielen und sind hier bei 6,60 Euro die Kopie, 7 Euro oder hier 7 Euro nochmal.
Dann haben wir natürlich noch unseren Sprint aus Darkwing Blast, eine Karte, die ja bisher keinen Reprint gesehen hat, ne? Und das macht sich jetzt hier mittlerweile auch preislich bemerkbar. Oh, hier kriegst du noch relativ günstig eine Kopie für 10 Euro, das ist durchaus in Ordnung. Ansonsten geht es dann hier weiter für 11 Euro, 11,49 oder 11,50 Euro, je nachdem wie viele Kopien du natürlich brauchst. Wenn du noch vielleicht ein Playset brauchst, bist du hier bei 12,49 Euro oder hier 12,95 Euro die Kopie. Dann haben wir natürlich noch unseren Riesen Sprite, auch der ist immer noch auf 3 spielbar und das macht sich hier natürlich auch preislich bemerkbar. Dein Playset, was du davon spielen kannst, geht 7,50 Euro, 7,99 Euro oder 8,58 Euro. Geiler Preis. Weiteres Deck, was durchaus meta-relevant immer noch ist und wahrscheinlich auch noch, na doch, schon so 2-3 Formate meta-relevant sein wird, ist Purrely. Und hier möchte ich mal kurz festhalten, dass wir ja so ein krasses Auf und Ab sehen, aber die Karte bzw. das ganze Deck scheint noch nicht so richtig Abnehmer gefunden zu haben, weil die ganzen Karten von Purrely nicht gestiegen sind. Also man ist hier vielleicht auch ein bisschen skeptisch. Gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Archetype in die Kommentare. Das Playset kostet dich hier von Purrely 25,98, 27,95 oder 30 Euro. Als nächstes wollen wir uns noch meine Freundin Purrely anschauen. Auch eine sehr gute Karte dem Thema. Spielst du auf 3 und deswegen müssen wir uns hier auch ein Playset anschauen. Da bist du bei 25 Euro, 26 Euro oder dann hier bei 27,90. Und natürlich die schöne Purrely Erinnerung. Auch eine Karte, die du als Playset haben möchtest. Und sie ist halt teurer, weil es halt eine Ultra Rare ist. Und da bewegst du dich bei 12 Euro, 14 Euro oder hier 14,50 Euro die Kopie. Dann Finsterer Korridor. Warum schauen wir uns diese Karte an? Wegen Dark World. Es gibt keinen Advisor mehr. Das gefällt Dark World, ja? Und das macht sich hier auch preislich bemerkbar. Du brauchst von dieser Karte und ich empfehle dir, von dieser Karte ein Playset zu kaufen und natürlich auch zu spielen, da die Karte dich gefühlt alleine ins Spiel bringen kann. Also ist wirklich sehr, sehr stark. Dein Playset kostet dich hier 12,79 Euro, 13 Euro oder hier 13,48 Euro. Als nächstes wollen wir uns hier mal ein paar Void- bzw. Infernoid-Karten anschauen. Da haben wir Verschwinden der Leere. Ich kann euch nichts dazu sagen, ja. Die Karten wurden nur an mich herangetragen. Ich kenne mich bei Void bzw. bei Infernoid gar nicht aus. Von daher gerne in die Kommentare, was sagt ihr zu dem Deck? Ich weiß, die kriegen Support. Ich weiß aber nicht, ob der Support gut ist. Von daher klärt mich auf, die Leute, die sich damit vielleicht auskennen. Ab in die Kommentare, sagt mir, was hier Sache ist. Wir haben hier eine permanente Spell und diese Karte sucht uns eine Void Spell oder Trap. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir die Karte auf 3 spielen. Von daher schauen wir mal, ob es hier überhaupt noch ein Playset gibt. Ja, hier für 19 Euro, 22 Euro, 23,50. Unter anderem kann diese diese permanente Spell natürlich uns diese Spell suchen. Und diese Spell kann uns tatsächlich ins Spiel kommen lassen. Ich glaube nämlich, mit Infernoid möchte man ja sowieso Going Second spielen. Und hier hast du dann das Besondere, dass du dann, wenn dein Gegner ein Monster kontrolliert, was vom Extra-Deck beschworen wurde, du dann diese Karte von deinem Feld in den Friedhof senden kannst und dann kannst du eine Fusionsbeschwörung durchführen und darfst dann bis zu 6 Monster von deinem Deck als Fusionsmaterial senden. Das ist ultra stark. Und das macht sich hier auch so ein bisschen im Preis dieser Karte bemerkbar. Du bist hier beim Playset bei 18 Euro fast, 18 Euro oder hier 20 Euro. Natürlich auch hier gerne eure Meinung zu der Karte in die Kommentare. Dann haben wir noch ein paar Monster, die wir uns natürlich anschauen wollen. Einmal den Pyrmais und davon, denke ich mal, wirst du auch ein Playset benötigen. Da bist du bei 7 Euro, 9 Euro und das war es dann tatsächlich schon mit Playsets. Wenn du hier dem Händler eine Freude machen möchtest, dann kaufst du für 2635 Euro eine Kopie, die nur exzellent ist. Sehr, sehr stark. Als nächstes haben wir noch Onunku, keine Ahnung, Onunshu vielleicht sogar, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Auch diese Karte könnte ich mir vorstellen, dass man sie spielen möchte. Wir schauen uns auch hier mal ein Playset an und da sind wir bei 9 Euro, 9,40 Euro, 9,50 Euro die Kopie dabei. Und wir haben hier noch ein weiteres Monster und zwar den Harmadik. Und da könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass man ein Playset spielt, von daher 6 Euro, 6,49 Euro, 7 Euro die Kopie. Als letztes habe ich noch eine Trap für euch, leeren Fallgrube und die habe ich drin, weil die Karte auch am Steigen ist. Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich glaube persönlich, dass man Traps, also gerade themeninterne Traps, wahrscheinlich nicht so oft spielt. Von daher schauen wir uns hier nur eine Kopie an und da sind wir bei 19 Cent, 20 Cent, 20 Cent. Sagt mir mal, warum die Karte so in letzter Zeit so krass gestiegen ist. Sieht die Play in dem Deck oder eher nicht?
Dann habe ich noch ein weiteres One-Off für euch, und zwar Priesterlicher Himmelsdrachen-Overlord von Heliopolis. Eine Karte, die in Ghost oder aus Ghost from the Past ist und bisher auch nur einen Print hat. Und hier muss ich sagen, ich bin echt froh, dass ich so von jeder Karte, die ich selber so ziehe, ein Playset aufbewahre. Von daher, wenn ich Horus spielen möchte, denn da spielt man die Karte unter anderem drin, muss ich mir jetzt diese Karte nicht kaufen. Du brauchst zum Glück nur eine Kopie davon. Bist dennoch bei 4,40€, 4,50€ oder hier 4,50€ dabei. Als nächstes wollen wir mal mit Karten weitermachen, die durchaus teurer geworden sind, beziehungsweise vielleicht noch ein Schnapper sind. Ne? Wir haben ja unter anderem die zerstörerische Daruma Karma Kanone, eine Karte, die man durchaus zurzeit als Playset spielen kann. Ich finde die Karte wirklich nicht so schlecht, bookt halt alle Monster, ist ein weiteres Book of Eclipse, nur dass man das halt nicht ashen kann, von daher aus meiner Sicht sehr, sehr strong, ist aber dafür halt eine Trap. Ne? Playset kostet dich hier 4,75€, 4,95€ oder hier nochmal 4,95€ die Kopie. Dann eine Karte, die man sich vielleicht gönnen sollte, wenn man Despia Branded spielen möchte. Und da habe ich die Cartesia für dich aus der Megatin 23. Deine zwei Kopien, die du in der Regel davon gespielt hast bisher, kosten dich hier 2,88€, 2,90€ oder hier 2,92€. Und dann haben wir noch den Regulus, auch eine Karte, die relativ günstig zu haben ist, wenn man bedenkt, dass die Karte mal ihre 40, 45 Euro ging. Ne? Und wir haben immer noch Earth Machine, wir haben immer noch Ricker, die unter anderem auf diese Karte zurückgreifen können. Und ich glaube, dass wir irgendwann nochmal ein Maschinendeck bekommen, was vielleicht meta-relevant sein könnte. Und dann könnte die Karte nochmal explodieren. Von daher deck dich am besten jetzt so schnell wie möglich mit dieser Karte ein. Vielleicht nur ein One-Off. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein One-Off immer ausreichen wird. Aber man kann sich natürlich auch ein Playset gönnen. Wir schauen uns beides an. Dein One-Off könntest du hier für 4,50€ bekommen. Ein Playset sogar schon für 4,75€ die Kopie oder hier 4,79€ die Kopie. Dann noch eine Karte, die so ein bisschen wieder am Sinken ist, und das ist der Auslöschungsinformant. Liegt wahrscheinlich daran, dass jetzt Kashtira den Weisheit nicht mehr so krass protecten muss und man deswegen wahrscheinlich da jetzt andere Non-Engine in dem Deck spielen wird. Dein Playset, was du vielleicht aber dennoch spielen musst in Branded Despair, in Chimera, in diversen anderen Decks, Manadium beispielsweise auch, kostet dich zurzeit trotzdem noch 14,39, 14,44 oder hier 14,45 die Kopie. Eine weitere Karte, die sich wieder ein bisschen nach unten orientiert hat, ist Garura, Flügel des nachklingenden Lebens. Du bekommst deine Playsets mittlerweile relativ günstig für 9€ die Kopie, 9€ die Kopie als Playset natürlich oder hier 9,18€ die Kopie. Dann haben wir noch den Topf des Wohlstands, eine Karte, die auch nicht gehittet wurde. Viele dachten ja, weil halt sehr viele Metadecks auf diese Karte zurückgreifen, dass man hier vielleicht auch nochmal so ein Consistency-Hit in der breiten Masse sozusagen vornimmt, ist tatsächlich nicht passiert und das macht sich hier natürlich auch preislich bemerkbar. Dein Playset geht mittlerweile wieder seine 40€ fast. Alter Falter, das ist wirklich teuer, hier sind wir sogar schon bei 41,50€ die Kopie. Bedenkt aber, die Karte bekommt einen Reprint Anfang November und auch in der Pod Collection, von daher würde ich persönlich noch darauf verzichten, wenn ich den Topf nicht hätte, und bis Anfang November kann man durchaus warten. Es sei denn, du willst natürlich gut performen auf diversen Groß-Events und brauchst ihn unbedingt, damit das Deck wirklich sehr, sehr konstant wird, dann musst du halt hier in den sauren Apfel beißen. Eine weitere Karte, die aufgrund des Ablebens des Weisheits aus meiner Sicht durchaus Play sehen kann oder vielleicht sogar sehen wird, ist der ultimative Schlechter. Und du siehst bereits anhand des Preisgrafen, dass die Karte steigt. Wir sind jetzt hier bei unserem Playset nicht mehr unter 20€, sondern bei 23,50€, 24€, 24€ die Kopie. Dann wollen wir uns natürlich noch den Dimensionsverschieber angucken. Auch eine Karte, die nicht angefasst wurde. Und das macht sich hier natürlich auch preislich ein bisschen bemerkbar. Ein Playset kannst du davon spielen und bist hier bei 28 Cent oder hier 39 Cent, 39 Cent die Kopie. Das Ganze macht sich natürlich noch krasser bemerkbar bei der Secret Rare. Da kannst du natürlich auch ein Playset von spielen, bist aber dann hier bei 3,39€, 3,45€ oder 3,49€ die Kopie. Ein weiterer guter Staple ist Nibiru, das Urwesen, vor allem gegen Unchained, gegen Ricker, ach, gegen sehr viele Decks tatsächlich. Solltest auf jeden Fall ein Playset davon langsam mal zu Hause haben, ne? Weil die Karte wird wahrscheinlich in nächster Zeit keinen Reprint sehen, es sei denn, ich habe was nicht mitgeschnitten, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten kostet dich dein Playset zurzeit 5,49€ die Kopie, 5,90€ oder hier 6€ fast. Als nächstes habe ich noch ein paar Floodgates für euch, unter anderem hier jetzt Gildrain, auch eine Karte, die nicht angefasst wurde von Konami, und das macht sich hier natürlich auch preislich bemerkbar. Dein Playset, was du immer noch spielen kannst, kostet dich 1,75€, 1,77€ oder hier 1,78€ die Kopie. Dann haben wir noch Gozenmatch, aus meiner Sicht auch eins der besten Floodgates, die man zurzeit spielen kann, da wir sehr viele Decks haben, zurzeit noch, das ändert sich natürlich noch mit Rescue Ace, wenn das erstmal richtig stark spielbar ist.
dann ist die Karte vielleicht auch semi-optimal, aber zurzeit haben wir sehr viele Decks, die sehr viele Attribute aufs Board bringen wollen, ne? Und von daher auf jeden Fall eine Karte, die man zurzeit noch spielen kann. Und dein Playset kostet dich hier 2,45 € die Kopie, 2,50 € die Kopie oder 2,75 €. Und als letztes wollen wir uns natürlich nochmal das Structure-Deck angucken, The Crimson King. Ein Structure-Deck, was wieder sehr viel Potenzial mit sich bringt. Wir haben hier sehr gute Extender drin für Synchro-Decks vor allem. Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Von daher bin ich gespannt, wie das bei uns einschlagen wird, beziehungsweise wie zweckentfremdet die Extender vielleicht werden. Bin ich auf jeden Fall mega gespannt. Dein Structure-Deck, dein einzelnes, kostet dich hier 7,49 € oder hier nochmal 7,49 €. Gerne eure Meinung zu dem Structure-Deck in die Kommentare. Ansonsten, meine Freunde, war es das jetzt mit dem Marketwatch. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr natürlich mehr davon sehen wollt, lasst gerne jetzt ein Abo da, beziehungsweise lasst auch gerne ein Like da und für den Algorithmus gerne noch einen Kommentar. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, ciao.